Was machen wir nun mit den Geisterbannhelm? Edian. Ja, Reputation, Bronze, eine Bruderschaft, Zorn. Das fällt unter Reputationsfähigkeiten? Oder ist passiv? Schicksalsbilder kommen herein. Ich habe gerade erfahren, dass der Geisterbannhelm verschwunden ist. Das ist eine Katastrophe. Was war da gerade los? Ich habe einen Kampf gehört. Habt ihr mir welche übrig gelassen? Retomon hat den Geisterbannhelm gestohlen und Sedina gefangen genommen. Das ist inakzeptabel. Ich habe die Eisengebundenen nicht beschützt und... ich habe zugelassen, dass ihre Meisterin entführt wird. Ich untersuche gleich in der Bruderschaft. Vielleicht finde ich einen Hinweis. Komm zu mir, wenn du hier fertig bist. Gerade fing ich an zu glauben, dass wir endlich in Sicherheit sind. Aber eine vorzeitig geplante Feier wird unweigerlich zu einer Totenwache. Edian schüttelt den Kopf. Und ohne Sedina gibt es keinerlei Aussicht, einen weiteren Helm zu erhalten. Meine Freunde, bitte geht jetzt zurück in eure Häuser. Der Schicksalsbinder hat sich um die Angreifer gekümmert. Großes Fleisch. Heiltränke, die ich nicht brauche. Mögen die Stille des Friedens und das Klimpern von Ringen, die überall hin folgen. Was kann diese alte Narr für dich tun? Kannst du mir Fragen über den Angriff beantworten? Schrecklich. Alles ist einfach nur schrecklich. Er schüttelt den Kopf. Was steht dir im Sinn, Schicksalsbinder? Wie geht es den Siedlern nach dem Angriff? Nicht gut, fürchte ich. Hier und da hat es einige Spannungen mit der Bruderschaft gegeben. Im Großen und Ganzen aber haben sie nie Leute in der Siedlung angegriffen. Ob du es glaubst oder nicht, sie hatten hier sogar einige Bewunderer. Wir haben mindestens ein Dutzend Tote und noch mehr Verwundete. Die meisten blieben in ihren Häusern und damit in Sicherheit. Aber trotzdem sind alle verunsichert. Er reibt behutsam über einen Verband und seine Hand zuckt dabei vor Schmerz zusammen. Der Angriff hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Wer kann schon sagen, ob Retemon nicht nochmal zurückkommt? Wie gefährlich ist das Leben hier jetzt unter den Geisterbahnen? Schicksalsbinde, ehrlich gesagt, mache ich mir mehr Sorgen über diesen Helm als über die randalierende Bruderschaft. Es stimmt, dass wir hier lange Zeit ohne magischen Schutz überlebt haben, aber das kann sich im Handumdrehen ändern. Er deutet auf einen dunklen, vernappten Hauptbereich an seinem Hals. Das hier ist vor vielen Jahren passiert. Dankenswerterweise hat es seitdem nur ganz vereinzelte Geisterangriffe gegeben. Er zieht sein Ärmel zurück, um dir einige straff sitzende Bandagen um seinen Unterarm und Bizeps zu zeigen. Diese Wunden stammen von verschiedenen Angriffen während der letzten 2 Monate. Irgendwas treibt die Geister aus diesen Altmauern heraus. Warum sonst wohl Zenia bevorhin hierher zu kommen und diesen ausgefallenen Helm zu überbringen? Warum hat die Bruderschaft deiner Meinung nach angegriffen? Er schnaubt und spricht mit frustrierter Stimme. Es ist wohl zutreffend zu sagen, dass Retomon angegriffen hat. Wobei was vermutlich gleichbedeutend ist. Ich bin schon lange genug dabei, um zu wissen, wie man das Unkraut entdeckt, das einem die Feldfrüchte erstickt. In diesem Mann war seit jeher ein bisschen Gift am Kochen, schon bevor die Bruderschaft von Kyros vertrieben wurde. Retemon brannte einst ein Dorf bis auf die Grundmauer nieder, um eine Rivalin zu töten, die sich dort im Dorf mit Hilfe einiger Sympathisanten versteckt hielt. Er sagte, die Dörfler hätten ihre Waffen erhoben, aber das ist ein Haufen Schweinescheiße. Der Grund dafür war seine allgemeine Besessenheit, so auch in Bezug auf Rache. Diese Rivalin hatte ihm früher Unrecht getan, also schreckte er vor nichts zurück, bis sie nur noch Staub am Boden war. Auf die Konsequenzen gab er nichts. Was für ein Irrglaube ihn auch dazu gebracht hat, seine Männer nach Lithians Kreuzung zu befehlen, um den Geisterbannhelm zu stehlen. Ich kann dir garantieren, dass das allein mit dieser Besessenheit zu tun hat. Er hat sich in all diesen Jahren nicht verändert. Er hat garantiert irgendwas Großes im Sinn und momentan stehen wir ihm im Weg. Warum glaubst du, hat er Sedina gefangen genommen? Interessante Frage. Edian kratzt sich am Bart und kneift beim Nachdenken die Augen zusammen. Ehrlich gesagt haben sich die Eisengebundenen und die Bronzene Bruderschaft noch nie vertragen. Die Eisenarbeiter halten sich selbst für Künstler und sehen in den Bruderschaftssoldaten tumbe Schurken, die ihrem schicken Schwerter unwürdig sind.
Für die Bruderschaft ihrerseits sind die eisengebundenen, gefügige Diener des Oberherrns, die ihre Würde nur zu gern für regelmäßige Mahlzeiten und ein kochendes, heißes Gefängnis eintauschen, das sie die Esse nennen. Ich weiß nicht, ob Bretemon es beabsichtigte, die Zedina gefangen zu nehmen. Offen gesagt ist es ebenso wahrscheinlich, dass sie ihm mit ihrem Hammer den Schädel einschlägt. Der Gedanke bringt ihn zu kichern. Ob er es nun geplant hat oder nicht, den Eisengebundenen ihre gerechte Strafe zu geben, hat er sich wahrscheinlich schon seit Jahren gewünscht. Anscheinend findet Bretemon nicht bei allen in der Bruderschaft Zustimmung. Darüber habe ich auch schon Gerüchte gehört. Wie es heißt, soll ihr Anführer ziemlich paranoid sein. Er glaubt überall Verschwörungen und Verrat zu sehen. Ich habe schon einige seiner Leutnants kommen und gehen sehen. Bin mir sicher, dass sie nicht alle im Kampf fallen. Sag mal, wenn man einen solchen Mann folgt, was meinst du, wie lange es dann dauert, bis jemand anderes versucht, Ansprüche anzumelden? Ich habe in meinem Leben schon einige Männer und Frauen der Bruderschaft kennengelernt. Mustergültig würde ich keinen von ihnen nennen, aber sie sind nicht alle Arschkriecher. Diese Aktion von Bretemon wird einigen seiner Leute ziemlich sauer aufstoßen. Kannst du dir vorstellen, wohin Bretemon sie gebracht haben könnte? Die Bruderschaft bleibt ungern lange an einem Fleck, deshalb kann ich dir leider keinen bestimmten Ort nennen. Hafen ist voller dichter, bewachsener, bewaldeter Karawanstraßen und Flussquerungen. An Orten wie diesen richten sie sich gern für ein paar Tage ein. Wenn Reisende von ihren Aufenthaltsort Wind bekommen, brechen sie ihr Lager ab und ziehen weiter. Listige Kerle. Ich bezweifle aber, dass Bretemon diese Routine mit Zedina und den Geisterbahnhöhlen im Schlepptau weiterverfolgen würde. Gerüchten zufolge reist er manchmal durch die Altmauern, was der dumm ist, dass es wahrscheinlich stimmt. Er zog mir die Schultern. Das ist eine langartige Art zu sagen, dass ich mich hier völlig im Dunkeln bewege. Tut mir leid, Schicksalsbinder. Ich habe noch andere Fragen. Ich werde jetzt gehen. Da waren nur Rastvorräte, gell? Okay, was bleibt mir denn großartig übrig zu tun? Oh, es ist wieder alles belebt hier. Da oben ist übrigens noch was zum Plündern. Bin ich echt froh darüber, dass wir die Schmieden hier haben. Hier drüben, ich brauche deine Hilfe. Oh, das ist der. Hm? Schicksalsbinder ruft der dir zu. Ich brauche deine Hilfe. Es ist schrecklich. Ihre Stimme bricht und sie wischt sich mit der Hand über die Augen. Meine Frau ist tot. Sie legt das Gesicht in die Hände und schluchzt. Die arme Verderer. Sie blickt wieder auf mit einer wilden Leidenschaft in die Augen. Sie wurde von der borstenen Bruderschaft getötet. Das darf nicht ungesühnt bleiben. Ich verlange die Gerechtigkeit deines Schicksalsbinders. Du hast mein Beileid, aber im Krieg gibt es nur einmal Tote. Du hast schon mit der Garnison über die Angelegenheit gesprochen. Gestern wirktest du nicht sonderlich glücklich, sie um dich zu haben. Ich kann herausfinden, wer sie umgebracht hat, aber woher weißt du, dass es die Borstene Bruderschaft war? Du hast einen lieben Menschen verloren, da bist du nicht die Einzige. Nehmen wir mal das, woher weißt du, dass es die Bruderschaft war. Die Kette. Sie fasst sie an den Hals und fährt mit den Fingerspitzen über die nackte Haut. Sie trug die Halskette, die ich ihr geschenkt hatte, als er. Sie bricht in Tränen aus. Es war ein jüngerer Mann. Ihre Stimme zittert und sie schluchzt. Sandro, flüstert sie mit leiser Stimme. Er hat sie totgeschlagen und die Kette gestohlen. Ich war wie gelähmt. Ich konnte mich nicht rühren. Ich habe einfach zugesehen. Neue Tränen schießen ihr in die Augen. Falsches Zeugnis abzulegen kann zu noch mehr Morden führen. Bist du sicher, dass es Sandro war und nicht irgendein anderer Bruderschaftssöldner? Natürlich bin ich mir sicher. Ich würde Sandro überall erkennen. Der wütende Unterton in ihrer Stimme wird deutlicher. Er und Faldara waren früher mal befreundet. Sie hatten aufgrund einer trivialen Angelegenheit vor Jahren ein Zerwürfnis. Er muss deswegen immer noch wütend sein. Ich glaube, er hat sich die Halskette als Andenken genommen. Du weißt ja, wie diese Wildner-Schurken sind.
Gestern wirktest du nicht sonderlich glücklich, sie um dich zu haben. Du glaubst, du würdest wissen, was ich fühle, nur weil ich sie nicht wie ein Schulmädchen umschwärme, liebe ich sie nicht? Weil ich nicht lächle und mit den Wimpern flattere, wenn sie spricht, bin ich unglücklich? Wie kannst du es wagen? Sie legt eine Hand über die Augen und schluchzt. Hast du schon mit der Garnison gesprochen? Als würden sie sich scheren. Sie versichern mir, dass sie sich um die Söldner kümmern, aber das reicht mir nicht. Ich habe den Mörder gesehen. Ich kenne den Mann, der meine Fedara getötet hat. Ich werde zurückkommen, wenn ich Sandro gefunden habe. Töte Sandro und bitte bring mir die Kette zurück. Danke, dass diese Verbrecher sie verkaufen. Sie legt den Kopf in die Hände und schluchzt. Ich habe die Leute sagen hören, dass es zu gefährlich ist, dorthin zu gehen, wegen der Geister, aber du darfst sie nicht ungestraft davonkommen lassen. Dass der Steck der Bruderschaft liegt irgendwo im Zwillingsfluss. Töte ihn und schenke mir ein wenig Frieden. Die Rache einer Witwe. I got it. Haben wir jetzt Zwillingsfluss? Jo. Ja, ich muss den genauen Ort erst identifizieren, hä? Hat da Vintra vielleicht eine Idee? Vintra salutiert vor dir. Es freut mich, dich zu sehen, Schicksalsbinder. Hast du etwas bei den Leichen gefunden, was der Sohn nach Rettungen helfen kann? Du hast erwähnt, dass ein Dieb sein Unwesen treibt. Ja, ein Mann namens Zino steht hier seit einiger Zeit immer wieder Vorräte aus der Siedlung. Er wurde zuletzt beim abtrünnigen Sumpf gesehen. Es wartet eine stattliche Belohnung auf denjenigen, der uns einen Beweis für sein Ableben bringt. Sollten sich nicht deine Soldaten darum kümmern? Eine stattliche Belohnung für einen Eierdieb, ist das nicht ein wenig übertrieben? Bernta richtet sich auf. Wir sind in diesem gesetzlosen Landen die Verfechter der Gerechtigkeit. Jede Mäde oder Gnade würde als Schwäche ausgelegt werden, das ist dir doch sicherlich bewusst. Ich werde nach ihm Ausschau halten. Ich danke dir, Schicksalsbinder, und so gern ich diese Angelegenheit jetzt ruhen lassen würde, so müssen wir auf den rechten Augenblick warten. Sie liegt beim Sprechen ihrer Stirn in die Falten. Die Rebellen müssen sich auf etwas vorbereiten. Im abtrünnigen Sumpf gab es in den letzten Wochen jede Menge Aktivität der Bruderschaft. Zu versuchen, jetzt dorthin zu reisen, wäre taktisch gesehen unvernünftig. Warte, bis es weniger Patrouillen gibt und begehe dann mit deiner Suche. Ist alles in Ordnung? Keine ungelösten Probleme? Vintras Blick verdunkelt sich. Wir haben ein Problem, bei dem ich deine Hilfe brauchen könnte. Ich erhalte Berichte von Soldaten des Scharlachroten Korps in der Region. Meine Männer haben eine Gruppe von ihnen in einem nahegelegenen Dorf gesehen, wie sie Siedler zwangsrekrutiert haben. Sie haben schnell zugeschlagen und sind weitergezogen. Nur einen kleinen Trupp haben sie zurückgelassen. Ihre Anwesenheit hier ist inakzeptabel und ich will, dass sie eliminiert werden, bevor Graven Ash davon erfährt. Sie scheinen einige Dorfbewohner als Geisel zurückzubehalten. Vernichte den Chor und befreie diese Leute. Wir müssen tun, was wir können, um den Chor in den Stufen zu schwächen und unseren guten Namen bekannter zu machen. Ja, ich kehre wieder, wenn sie eliminiert sind. Das Dorf Holztal wurde auf der Weltkarte freigeschalten. Danke, Schicksalsbinder. Wären also dann so pflichtbewusst wie du, dann wäre dieser Krieg längst beendet. Hast du bei den Leichen etwas gefunden? Ich glaube schon, aber es gefällt mir nicht. Sie schütteln den Kopf. Ich hatte gehört, dass die Borste Burscherschaft die Altmann als Versteck nutzt, doch bis gerade eben habe ich es nicht geglaubt. Diese Bruderschaftssoldaten hatten aber Dinge bei sich, die aus den Altmauern stammen. Es gibt in Zwingungslos noch einen Eingang zu den Altmauern. Vermutlich verwenden sie dieses Gebiet als Basis. Dort solltest du anfangen, aber sei vorsichtig. Es könnten sich einige Mitglieder der Borstenen Bruderschaft in der Gegend befinden. Und wenn Rettemon genug ist, sich einen solch unmittelbaren Angriff auszuführen, wer weiß, was dich dann dort erwartet. Was kannst du mir dem Zwillingsfluss sagen? Ich weiß nicht viel über die Gegend. Ich versuche immer in der Nähe der Kreuzung zu bleiben, falls ich gebraucht werde. Bis auf den Eingang zu den Altmauern gibt es dort hauptsächlich leere Felder, die durch den Fluss zerteilt werden. Ich weiß nicht, was jemand dort wollen könnte. Okay, ich muss weg. Gute Reise, Schicksalsbinder.
Ja, Beric hat eine Wunde. Was macht die Wunde bei Beric? Nur minus 10 maximale Gesundheit, ha? Das war wohl doch ein bisschen zu imbar, die ganzen Stats zu senken durch jede Wunde. Deswegen haben sie jetzt nur minus 10 Gesundheit rausgemacht.